Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Hatzmann hier wieder am Start und heute kommt mal ein Video zu der Husqvarna und zwar mein 100-Stunden-Fazit. Wie viele wissen, ich habe mir die Husqvarna 2018, habe ich die mir nagelneu gekauft. Ist ein Einspritzermodell und jetzt habe ich mittlerweile 100 Betriebsstunden runter, also das ist auch gleichzeitig meine Enduro-Erfahrung, die ich gemacht habe. 100 Stunden Enduro-Erfahrung habe ich, ja. Und jetzt wird Zeit, dass ich hier einen Service dran mache, denn es ist vieles in Mitleidenschaft gezogen worden. Die musste viel aushalten. Sie ist oft durch die Luft geflogen. Ja, viele Anfängerfehler, die ich gemacht habe. Ja, dementsprechend müssen wir jetzt einige Sachen erneuern. Eins möchte ich dazu sagen, ich bin jetzt 100 Stunden gefahren, habe eigentlich bis auf den Luftfilter sauber machen und die Kette mal frisch einölen. Nie viel an Service gemacht, Öl habe ich immer noch regelmäßig gewechselt, ansonsten bin ich immer nur gefahren und ich muss ehrlich sagen, es ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Eine Sache gestern, das war die erste Sache und zwar, gestern waren wir Enduro fahren, auf einmal wollte meine Enduro nicht mehr anspringen. E-Starter hat nichts gemacht, dann haben wir geguckt und hier vorne die Kabelverbindung, ja das ist auch so ein Stecker wie der hier gewesen, da ist einfach ein Pin komplett weggegammelt gewesen für einen Anlasser. Ja, haben wir dann mit so Vago-Klemmen komplett neu verdrahtet. Also mein Kumpel ist sowieso Elektromeister, der hat das mir schnell neu gemacht auf der Strecke. Ja, läuft wieder. Tja, passiert halt. Ansonsten hatte ich keine Probleme, Alko. Oder ist mal was kaputt gegangen? Nee, wenn nicht, dass ich wüsste. Nee, eigentlich nur so, ich würde einfach sagen, normaler Verschleiß. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt fast 100 Stunden runter. Es fehlt da jetzt ein bisschen was. Eigentlich hätte ich über 100 Stunden schon runter, denn wo ich die mal auf Supermoto gefahren habe, hatte ich vergessen, vorne für den Tacho den Magneten umzubauen. Eigentlich hat die 5 Stunden ungefähr mehr runter. Also sind wir über 100 Stunden runter. 98 Stunden zeigt es jetzt aktuell an. Gut, ansonsten erzähle ich euch jetzt ein bisschen, was wir jetzt so ein bisschen grob vorhaben, was kaputt gegangen ist. Also ich habe in der Zeit in den 100 Stunden grob gesagt 2 Plastiksätze durchgerauscht. Vorher war ja Neongelb drauf. Der Plastiksatz war ja vollkommen hinüber. Jetzt habe ich den weißen Plastiksatz drauf, der ist mittlerweile aber auch schon, hier ist er gebrochen. Hier ist er gebrochen, hier unten rausgebrochen. Ja, ich habe eine FMF-Komplettanlage drunter. Der Krümmer sieht ganz gut aus, hat hier vorne ein paar Beulen drin, aber die sind direkt zum Anfang irgendwann reingekommen. Also nichts Wildes. Ich habe ja auch den Dovatec-Krümmerschutz. Den werde ich jetzt aber demnächst abbauen in der kalten Jahreszeit, weil sie einfach im Winter über so viel Dreck da drin sammelt, dass man jedes Mal, wenn man die Karre kerchert, da übelst viel Geld auch für ausgeben muss. Das ist halt ärgerlich. Und da habe ich mir gedacht, dann beule ich lieber die Birne lieber ein, zwei Mal im Jahr aus, als dass ich jedes Mal 10 Kilo Dreck mit rumschleppe. Gerade wenn man am Hang ist oder so und die Karre wieder hinstellen will oder irgendwie ja, umziehen muss, dann sind das halt jedes Mal diese 10 Kilo, die man jedes Mal mit rumschleppen muss. Und das nervt mich mittlerweile echt extrem. Deswegen kommt der Kümmerschutz bei schlechtem Wetter jetzt richtig einfach immer ab. Ja, denn der Endtopf, den habe ich ja von Eike zum Geburtstag bekommen. War es letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Der sieht auch noch ganz gut aus, dadurch, dass das ja der FMF aus Titan ist. Halt, Titan ist ja sehr stabil. Hier vorne sind ein paar Beulen drin, aber nichts Wildes. Hier das FMF-Logo, ja, es ist weggekratzt, aber den Sticker bekommt man neu gekauft. Der kostet 10 Euro oder so, den bestelle ich irgendwann demnächst mal neu und dann ja, machen wir einen neuen Sticker drauf und dann sieht er wieder bisschen fresh aus, aber es gehört nun mal zum Enduro-Fahren dazu und das stört mich jetzt auch nicht, dass der FMF ein bisschen zerbeult oder so ist, ne? Ja, ansonsten Heck, da mal, haben wir eins mal kaputt gemacht, eins musste ich echt mal austauschen, ein Heck. Stimmt, ja. Ja, Heckrahmen ist mir auch einmal komplett gebrochen. Bei Husqvarna ist der Nachteil, dass er hier aus, ich weiß es gerade nicht. Mir fällt es gerade nicht ein, aber die haben ja einen anderen Heckrahmen. Bei KTM ist er ja aus Stahl, richtig. Da kann man den nachschweißen oder wieder zurechtbiegen oder sich selber einen vernünftig bauen. Bei Husqvarna ist der Nachteil, wenn der kaputt gebrochen ist, muss man einen neuen kaufen, kostet jedes Mal 150 Euro. Nee. Mir ist er wie gesagt nur einmal kaputt gegangen und das Schlimme daran ist einfach, wenn man den Heckrahmen austauschen will, das ist echt ja, keine schöne Arbeit einfach. Ja, ansonsten die Sitzbank, ja, hier hat es ein Loch drin, hier auch. Also die geht jetzt überall so langsam kaputt. Ganz normaler Verschleiß. Ja. Artgerecht behandelt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Dann Fußrasten sind einmal, hatte ich ja auch, die Billigfußrasten dran. Die sind mir einmal weggebrochen auf der Supermoto-Strecke. Jetzt habe ich ja hier die alten von Blackout, von Cranty, die hat er mir mal geschenkt. Die sind ganz gut, die haben auch gut Grip.
Aber was mir andauernd passiert, ich weiß nicht warum, mir brechen hier drin immer die Federn, jetzt gestern schon wieder die Feder gebrochen. Also mir sind bestimmt schon 10 Federn gebrochen und jedes Mal auf der rechten Seite. Ich habe keine Ahnung warum, aber mir sind bestimmt schon 10 Federn. Ich habe auch immer, wenn ich zu Husqvarna fahre, ich nehme mir immer direkt 5 neue Federn mit. Keine Ahnung, warum die mal wegbrechen. Ja, hier muss auch wieder eine neue rein. Ja, dann kommen wir mal zum Lenker. Ja, denn mein Lenker, der ist mittlerweile krumm und schief. Neuer Lenker habe ich auch schon alles da. Den müssen wir auf jeden Fall auch austauschen. Dann die Kupplung, damit habe ich ja massive Probleme. Ich habe dann vor kurzem die ganze Flüssigkeit getauscht, richtig, mehrmals. Dann ging es wieder so einigermaßen, aber jetzt ist es wieder einfach extrem. Also vermute ich einfach mal, dass hier drin in der Kupplungspumpe, dass das hier drin kaputt ist, habe ich auch alles neu bestellt, das ganze Innenleben. Neue Kupplung habe ich auch liegen, das wechseln wir jetzt alles einfach komplett aus, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann sollte es mit der Kupplung auch wieder funktionieren, weil die Sache ist einfach, wenn ich jetzt Enduro fahre, die Kupplung, die trennt nicht mehr vernünftig. Ne? Und wenn man dann irgendwo steht und die Kupplung zieht, dann geht die immer aus. Und das geht mir halt mega auf die Nerven. Deswegen Kupplung ist das A und O, dass wir das machen. Ja. Bremsscheiben vorne, ja, die geht noch einigermaßen, aber die habe ich irgendwann zwischendrin auch mal ausgetauscht gehabt. Aber die vorne ist noch in Ordnung. Hinten, ich muss auch sagen, dass ich im Enduro-Bereich meistens eigentlich jetzt nur hinten bremse. Hier haben wir die hintere Bremse. Die hier ist die Scheibe auch im Eimer, da kommt auch eine neue drauf. Bremsbeläge, ja, habe ich schon mehrere Sätze durchgefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber die kommen jetzt auch halt neu. Ja, Reifen. Habe ich. Oh, ich bin mir gar nicht sicher. 3 Sätze oder so? Ja, bestimmt. Ja, ungefähr. Jetzt habe ich ja aktuell den Dunlop Geomax EN91 drauf. Mit Dunlop Mousse, ich muss ehrlich sagen, mega geiler Reifen. Das Mousse ist jetzt schon breit gefahren, also es sieht aus, als wenn die Karre einen Platten hat. Aber echt, vom Grip her, wunderbar. Gabel und Dämpfer, die waren ja beide zum Service einmal. Da habe ich die auf mein Gewicht abstimmen lassen. Das heißt, hinten kamen andere Feder rein und vorne andere, auf andere Federn, halt auf mein Gewicht. Weil das Standardfahrwerk ist ja nur von, jetzt muss ich kurz überlegen, von 65 bis 85 Kilo ausgelegt. Ich habe das jetzt, das ist vorne zwischen 95 und 105 Kilo und hinten 85 bis 95 Kilo. Hinten haben wir eine Stufe leichter genommen, weil die meinten, wenn man da das direkt aufs Gewicht anpasst, dann ist das einfach zu hart. Lässt sich wunderbar fahren, es hat eine Menge gebracht, das Fahrwerk umzubauen. Aber jetzt das nächste Problem, mal sehen, ob man es jetzt hört. Achtung, eigentlich muss man hier hinkommen. Husqvarna hat ja hier unten die Umlenkung. Mal sehen. Ich hoffe, ihr hört es. Schon mal leise. Ihr hört ja das Schlagen. Habe ich gedacht zuerst, oh, ob der Dämpfer kaputt ist, aber nein. Und zwar, Achtung, hier unten ist ja die Umlenkung. Und das ist halt alles ausgeschlagen. Die ganzen Buchsen, die hier drin sind, oder besser Lager, die machen wir jetzt auch alle komplett neu. Habe ich auch alles neu bestellt. Die Schwinglager machen wir auch neu. Ja, Bremsen neu. Einmal wieder hochkommen. Die Kette, die fahre ich ja echt schon ewig lang und eigentlich, wenn die jetzt sauber wäre, die ist auch noch recht blau. Ich habe so eine blaue Kette drauf, hätte ich nie gedacht, dass die Farbe so lange hält. Die kommt jetzt auch neu, die ist einfach komplett im Eimer. Sind mehrere Kettenglieder eigentlich schon recht steif. Ja, ich muss aber auch sagen, dass wenn ich die Kette oder das Motorrad wasche, ich gehe mit dem Kercher immer direkt hier rüber. Viele raten ja davon ab, aber ich kann jetzt mich da nicht beschweren, denn der Kettensatz hat ewig gehalten. Der hat wirklich sehr lange gehalten. Und deswegen mache ich das auch weiterhin so. Tja, Schalthebel, da sind mir auch mal 2, 3 Stück abgebrochen. So einen habe ich auch immer auf Reserve da. Wie gesagt, die verbiegen auch mal ganz gerne oder brechen ab. Ja, dann ist ja noch vorgegeben, bei 80 Betriebsstunden muss ein neuer Kolben reinkommen. Ich habe jetzt 100 runter. Ich könnte den locker wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden fahren, aber weil ich jetzt einmal dabei bin, die Enduro wieder fit zu machen, weil ich dies ja auch beim Erzberg-Rodeo mich angemeldet habe und wir wollen jetzt die Zeit bis dahin noch richtig viel trainieren, eigentlich fast jedes Wochenende. Deswegen will ich jetzt nochmal richtig auf Vordermann bringen, die Karre, dass sie für dies Jahr nochmal richtig einsatzbereit ist. Und deswegen werden wir den Kolben auch noch wechseln. Aber dazu kommen jetzt demnächst Videos, da werden wir die ganze Karre eigentlich schlichtweg auseinanderbauen. Kolben alles machen, alles vernünftig reinigen, Bremsen, Kettensatz,
Lenker wechseln, ja, halt das alles, was gemacht werden muss. Kupplung wechseln komplett. Ja, das kommt jetzt so die nächste Zeit. Ich denke mal, ungefähr eine Woche dauert es noch, bis die letzten Teile ankommen. Ich habe halt überall verschiedene Teile bestellt, je nachdem, was ich brauchte. Ja, ich denke mal, so eine grobe Woche, dann geht's los, dass wir V-Husqvarna-Umbau-Videos haben. Haben sich auch mal viele gewünscht, dass wir so ein paar Service-Videos machen. Ich sag von vornherein, ich bin kein Zweiradmechaniker oder so, aber ich habe bis jetzt immer alles selber gemacht eigentlich. Kann man viel, viel, viel Geld sparen. Und ja, man lernt halt viel. Und man lernt auch nie aus, sage ich. Also klar mache ich nicht immer alles richtig, aber dank mancher Tipps von den Abonnenten, tja, machen die mich auf Sachen aufmerksam, die ich vielleicht vorher falsch gemacht habe, die ich danach richtig mache. Und deswegen sage ich immer, man lernt nie aus. Und ich bin auch lieber dafür, dass man das selber macht alles oder probiert oder sich damit auch beschäftigt, als wenn man jetzt eine Enduro fährt und die jedes Mal in die Werkstatt bringt, weil das wären halt echt immense Kosten, außer man hat das Geld einfach. Aber ich denke, gerade für die Leute, die wirklich Enduro fahren, da sollte auch das Interesse an der Technik einfach da sein. Ne? Ich meine, wenn man sowas fährt, will man ja auch wissen, wie funktioniert sowas, ein Motor zum Beispiel, ein Zweitaktmotor, wie funktioniert der, wie funktioniert eine Einspritzung und sowas. Ne? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist das Schrauben eigentlich ja recht einfach. Ja. So, dann haben wir das alles. Ja, ich habe hier noch die Ad Service Handguards hier vorne. Die sind mittlerweile auch ziemlich verbogen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die wieder irgendwie zurechtgebogen kriege oder ob ich mir einfach direkt mal neue hole. Und hier die Griffe, die Emmig-Griffe, ja, die sind mittlerweile halt auch wieder kaputt. Ne? Ja. Man könnte noch ein bisschen fahren, aber ja. Ich sag mal, wenn man jetzt alles austauscht, dann kann man das auch alles einmal vernünftig machen. Geh wieder auf den Ständer! So. Ja, hier muss ich auch mal sauber machen. Das Gas geht nicht mehr ganz flüssig zurück. Das mache ich aber regelmäßig. Einfach nur auseinanderschrauben, alles schön sauber machen und dann geht das wieder automatisch. Aber man sieht, das geht sehr langsam zurück. Nicht richtig so klack, klack, klack. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn wir es auseinanderbauen werden, ob wir noch ein paar Sachen finden, die kaputt sind. Mal eventuell wegen Lenkkopflager muss ich auch mal nachschauen. Muss ich ehrlich zugeben, 100 Stunden gefahren, noch nie nachgeschaut. Aber wenn ich Fumasa in der Enduro sehe, der bei 300 Stunden das erste Lenkkopflager noch drin hat und hat noch nie das Lenkkopflager gefettet oder geschweige nachgestellt, dann beruhigt mich das eigentlich. Aber eventuell mache ich auch ein neues Lenkkopflager direkt einfach rein. Dann hat man einfach wieder Ruhe. Ja, ich meine, es sind jetzt keine großen Unsummen. Ja. So, das war's. Mein kleines Fazit so zu meiner Enduro nach 100 Stunden. Manche haben ja immer gesagt, dass sie die auch TPI-Modelle gefahren haben, dass sie viele Probleme damit hatten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt, ihr habt es ja selber gesehen, so gut wie gar keine Probleme damit gehabt. Toni und Ortgut, die fahren ja auch beide TPI-Modelle. Die haben damit auch bis jetzt überhaupt gar keine Probleme gehabt. Von daher, ja, weiß ich nicht, vielleicht haben manche einfach ein paar Montagsmodelle erwischt, aber am Anfang haben ja viele gesagt, echt, oh, hol dir keine TPI, die laufen nicht, die gehen nur kaputt. Kann ich so nicht bestätigen, ich bin mit meiner wirklich zu 100% zufrieden und würde sie mir jederzeit wieder eine kaufen, also das steht auf jeden Fall fest. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, weil mega viele Leute gucken die Videos und ich sehe es ja, dass mega viele einfach die Kanal nicht abonniert haben, die Videos gucken. Deswegen einfach Kanal abonnieren, kostet euch keinen Cent im Monat oder im Jahr oder überhaupt gar kein Geld. Und ja, aber dadurch könnt ihr mich unterstützen in diversen Projekten. So, ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao und tschüss.